Geschlechterselektion gehört in die Rubrik des Verbrechens der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sicherlich kein Thema für den Biertisch im Botanischen Garten, obwohl es genau da eigentlich auf den Tisch gehört. Auf den Tisch kam es vor einigen Wochen bei der UNO in Genf, wo der Sonderberichterstatter über Gewalt gegen Frauen, ihre Ursachen und Folgen um Input bat. Den erhielt er unter anderem von der christlichen Rechtsanwaltorganisation ADF International. Diese lebensbedrohlichen Formen der Gewalt sind eine extreme Manifestation der Ungleichheit, unter der Frauen und Mädchen ihr ganzes Leben lang leiden. Und dennoch wird dies von der internationalen Gemeinschaft nicht beachtet. Für die Beachtung dieser Geißel durch die UNO und die internationale Gemeinschaft setzt sich unser heutiger Gast ein. Giorgio Mazzoli ist Justiziar von ADF International bei den Vereinten Nationen in Genf. Jetzt hier im EWTN-UN-Blog. Guten Tag. Seit Anbeginn der Zeit wurde Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Gesellschaft in unvorstellbarer Weise verübt. Kultur, persönliche Moral, Respekt und die Würde des anderen spielen eine große Rolle bei diesem Problem. In Genf begrüße ich nun Giorgio Mazzoli, den Rechtsberater von ADF International. Guten Tag, Giorgio. Good afternoon, Christian. Thanks for having me here. Giorgio, wie kann Gewalt gegen Frauen und Mädchen und deren mannigfachen Erscheinungsformen durch bloße Worte auf Papier und internationale Abkommen gestoppt werden? Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nicht nur eine Frage der persönlichen Sicherheit. Sie ist eine menschenrechtliche Geisel, die jeden Aspekt ihres Lebens durchdringen kann. Es ist kein Zufall, dass ihre Beseitigung in der Menschenrechtsagenda der Vereinten Nationen ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Bedauerlicherweise ist dies ein Thema, das alle Kulturen und Gesellschaften betrifft und daher eine globale und kollektive Anstrengung erfordert, um es in dieser Hinsicht zu beenden. Internationale Verträge und andere Vereinbarungen allein sind keine Lösung, aber sie bieten sicherlich einen soliden Rahmen, um die Ursachen anzugehen, die diese Praktiken umgeben, wie etwa schädliche soziale Normen und diskriminierende Gesetze, die solche Handlungen rechtfertigen und die Straflosigkeit von Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen aufrechterhalten. Darüber hinaus dienen diese Dokumente als Grundlage, um Staaten zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie versagen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhindern und darauf zu reagieren. Und vor allem sind diese Dokumente wichtig, um die Verpflichtung der Staaten zu bekräftigen, die gleiche Würde und den gleichen Wert von Frauen und Mädchen aufrechtzuerhalten und zu fördern, sowie den einzigartigen Wert und Beitrag der Frau in unserer menschlichen Gesellschaft anzuerkennen und zu feiern. Ich erwähnte es zu Beginn des Programms, es ist dies ja kein Thema, was unbedingt zu den Höhepunkten der Stammtischrunde oder des Kaffeeklatsches zählt und wird leider ja weitgehend verdrängt. Gewiss, Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist kein attraktives Thema. Aber glücklicherweise wurden in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung erzielt. In den letzten Jahrzehnten sind jedoch neue oder sozusagen weiterentwickelte Formen dieser Gewalt entstanden. Praktiken, die sich besonders gegen junge Mädchen richten, wie zum Beispiel geschlechtsselektive Abtreibung, weibliche Kindstötung und fötale Vernachlässigung. Jüngste Schätzungen zeigen, dass heute mehr als 140 Millionen Frauen als direkte Folge dieser schädlichen Praktiken vermisst werden. Eine Zahl, die sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt hat. Diese lebensbedrohlichen Formen der Gewalt sind eine extreme Manifestation der Ungleichheit, unter der Frauen und Mädchen ihr ganzes Leben lang leiden. Und dennoch wird dies von der internationalen Gemeinschaft weitgehend nicht beachtet. Die schockierenden Zahlen sollten uns allen als Mahnung dienen, dass der Kampf zur Beendigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen nicht aufhören darf, bis jedem Mädchen, ob geboren oder ungeboren, das Recht auf Leben und auf eine Zukunft frei von Diskriminierung und Angst zusteht.
ADF erwartet von der UNO eine Zusammenarbeit, um gemeinsam ein Verfahren für die Erhebung vergleichbarer Daten über geschlechtsselektive Praktiken auf globaler, nationaler und regionaler Ebene zu erstellen. Also um zu erfassen, wer wo diese furchtbaren frauenfeindlichen Methoden anwendet. Giorgio, gibt es diese Form von Gewalt nicht schon jahrhundertelang und in vielen Ländern? Während geschlechtsselektive Praktiken nach der Geburt eine jahrhundertelange Geschichte haben, ist die Praxis der geschlechtsselektiven Abtreibung erst in jüngster Zeit durch die Entwicklung und Verbreitung von Technologien zur Geschlechtsbestimmung entstanden. Und sie wurde auch durch die allmähliche Ausweitung der Legalität der Abtreibung auf der ganzen Welt vorangetrieben. Die Ursachen für diese Praktiken sind jedoch dieselben. Warum muss die Geschlechtsselektion für jeden ein Thema sein und nicht nur in bestimmten Kulturen oder Regionen der Welt, Giorgio? Nun, Christian, ich möchte noch einmal betonen, dass die Geschlechtsselektion in all ihren Formen eine grobe Verletzung der Menschenrechte nach internationalem Recht darstellt. Und wer glaubt, dass Frauen und Mädchen die gleiche Würde und den gleichen Wert haben wie Männer und Jungen, kann einfach nicht die Augen davor verschließen, was heute geschieht. Es ist zwar richtig, dass diese Praktiken in bestimmten Regionen der Welt stärker verbreitet sind, aber die einzige Möglichkeit, sie wirksam auszurotten, besteht darin, sie als eine große globale Herausforderung zu betrachten und anzugehen. In der Tat gehen die Auswirkungen dieser abscheulichen Angriffe auf das Leben von Frauen und Mädchen weit über das schwere Leid der Opfer hinaus. In der Tat wird das Versäumnis, gegen diese unglaubliche Geißel der Menschenrechte vorzugehen, dazu führen, dass der Status von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft unterdrückt wird und wir uns weiter von Erreichen dieses Ziels entfernen, nämlich einer Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen. Die Garantie, dass die Rechte von Frauen und Mädchen respektiert werden, ist nicht alleine von den Initiativen abhängig, die von Staaten mit Unterstützung internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft ergriffen werden. Zwar kommt es letztlich darauf an, dass diesen so sorgfältig ausgehandelten Worten auch Taten folgen, und es sind gewiss auch internationale Maßnahmen erforderlich, um dieses unglaubliche Problem zu lösen. Aber vor allem brauchen wir auch die Einbeziehung der Gemeinschaften, der Familien, der Männer und Jungen. Welche konkreten Schritte unternimmt oder schlägt ADF International vor, um gegen die Geschlechterselektion vorzugehen? ADF International setzt sich nachdrücklich für die formale Anerkennung und das Verbot der Geschlechtsselektion in all ihren Formen als Akt des Feminizids ein, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. Unser Ansatz ist zweigleisig. Erstens setzen wir uns für die Verabschiedung von Initiativen ein, seien es Aufklärungs- oder unsere Sensibilisierungskampagnen, die zu einem Kulturwandel in der Art und Weise führen, wie die Gesellschaft Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt sieht und wertschätzt. Natürlich hängt all dies von der Verabschiedung, aber auch der Durchsetzung von Gesetzen und Richtlinien ab, die Feminizid verbieten und die Identifizierung und die Verurteilung von Geschlechtsselektion ermöglichen, wo immer sie auch stattfindet. Wir haben vor kurzem einen Aufruf an den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Gewalt gegen Frauen veröffentlicht, sich unserer Forderung anzuschließen, die internationale Gemeinschaft aufzufordern, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um diese Menschenrechtsverletzung zu beenden. Der UN-Sonderberichterstatter sollte auch, nach den Vorstellungen von ADF International, die internationale Gemeinschaft und die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auffordern, geschlechtsselektive Praktiken offiziell als Femizid anzuerkennen und das Engagement für ihre Ausrottung zu verdoppeln. Das menschliche Leben ist heilig und unantastbar, und der Einsatz von Pränataldiagnostik zu selektiven Zwecken sollte mit Nachdruck abgelehnt werden, das sagte Papst Franziskus.